Hallo, ich grüße euch. Ich wollte noch einen dritten Teil machen, eigentlich morgen erst, aber die Ereignisse überschlagen sich gerade. Die Nachrichten, die ich kriege, kann ich gar nicht so schnell verifizieren. Aber ich bringe ja nichts, was ich selber nicht nochmal gegengeprüft habe. Also, so wie es aussieht, ist auf AT, also Ö24 gekommen, dass wohl die Ausgangssperre verhängt worden ist in Österreich. Also, das heißt, die Corona-Krise nimmt jetzt ihren Lauf. Die Frage ist, man muss zunächst erstmal beantworten, was meint man denn, wenn man Corona-Krise meint? Ist es denn wirklich eher eine Systemkrise als ein gesundheitliches Problem? Ich denke schon. Man will mit der Corona-Krise eine Systemkrise übertünchen, also sozusagen davon ablenken. Und das hängt einfach damit zusammen, dass mit unserem Geldsystem einiges nicht stimmt. Und diese Zusammenhänge möchte ich gerne jetzt mal noch erklären. So, und um zu verstehen, was mit diesem Geldsystem nicht funktioniert, muss man sich in die Zeit zurückversetzen, als der Dollar noch direkt gegen Unzen tauschbar ist. Und zwar war es am Anfang 1 zu 1, also 1 Dollar war eine Feinunze Gold. So, da werden viele sagen, das kann doch gar nicht stimmen. Ja, man muss überlegen, der Dollar hatte ja damals eine ganz andere Kaufkraft und mit einem Cent oder mit wenigen Cent Stundenlohn hast du halt das erarbeitet. Und wenn man sich das Verhältnis anguckt, ist es gar nicht mehr so sehr viel anders wie heute. Es ist nur so, dass dieses Verhältnis zwischen Gold und Dollar immer schlechter geworden ist. Das heißt, man braucht für, also man müsste immer mehr Papierdollars auf den Tisch legen, um eine Unze Gold zu erwerben. Das Gold selber hat einen festen Herstellwert, der sich aus den Aufwendungen ergibt, das Gold zu fördern, zu reinigen und Münzen zu prägen. Das ist ja so der Herstellungsprozess. So, nun kommt dazu, dass eben die Goldlager immer weniger ertragreich sind und dass sich ab einer bestimmten Ausbeute, also unter einer bestimmten Ausbeute, einfach die Erschließung nicht mehr lohnt. Und dass es immer weniger Lagerstätten gibt, die sich überhaupt lohnen auszubeuten. Insofern muss abgewartet werden, wann sagen wir, der Goldpreis so weit steigt, dass die Minenarbeiter sagen wir mal, neue Gebiete erschließen könnten, um sozusagen den Umsatz und auch die eigenen Betriebskosten aufzufangen. So, das heißt, ab einem bestimmten Wert würden dann die Minenaktien steigen und wenn die Investitionen in die Minenaktien gehen, sozusagen, dass die Unternehmen besser dastehen würden, dann würden natürlich die Minenaktien durch die Decke gehen, während alle anderen Aktien fallen würden. Ja, also die normalen DAX-Werte würden fallen. So, das ist erstmal die Geschichte. So, nun ist es so, dass zu Zeiten von Nixon der Goldstandard aufgehoben worden ist. Das heißt, man hat dann nur noch einen Warenkorb von Gold erwerben können für einen Dollar. Ne? So, und dann wurde das Verhältnis immer schlimmer und ähnlich ist es auch im Deutschen Kaiserreich gewesen. Es gab früher eine Goldbindung zum Mark. Ne? Und mit dem Ersten Weltkrieg wurde zur Finanzierung des Krieges auch diese Goldbindung aufgebrochen und es wurde dann nur noch der Warenkorb Gold wertgestellt. So, und am entscheidenden Stichtag, also am 27.10.1918, war das Verhältnis aber auch schon 100 kaiserliche Mark, eine Feinunze Gold. So, das ist ungefähr der Kurs, nachdem dann der Putsch kam, Weimarer Blick. Kann man ja das Verhältnis dann nicht mehr sehen, weil das ist ja kein offiziell vom Staat ausgegebenes Geld. Also die Banknoten sind sehr zweifelhaft, ob die jemals irgendwie da eingelöst werden. Aber das, was staatliches Geld ist, müsste theoretisch immer noch einlösbar sein. Die Frage ist nur, welche Börse soll das nehmen? Ja, das Kaiserreich könnte das zwar im Warenkorb gut stellen, also dass man an diesem Wertumfang von 100 kaiserlichen Mark ja, wieder was erwerben könnte, was den Warenkorb einer Hundertstel Unze entspricht, wenn ich das richtig gerechnet habe. Ja.
Und naja, wer noch alte kaiserliche Mark hat vom Stichtag, die also vorm Stichtag im Umlauf ist, der sollte das auf jeden Fall aufheben. Aber die, ich denke mal, dass die Banknoten im Augenblick nichts wert sind. Also ist es einem auch heute mit dem US-Dollar. Da ist also das Verhältnis zwischen Feinunze und Dollar so bei 1600. Ich habe mir jetzt heute noch nicht den Goldpreis angeguckt. Es hat auch ein bisschen nachgegeben, aber das ist ein typisches Zeichen, bevor er dann durch die Decke geht. Also es ist damit zu rechnen, dass am Mittwoch, wenn diese große Aktienaufkaufaktion der FED ist, wo man gesagt hat, dass die FED wohl all in geht, also ihr ganzes Vermögen in den Aktienmarkt investiert, um eben den Dow Jones und ähnliche wichtige Indizes zu stüt mit Stützkäufen zu halten. Wobei es darum geht, dass Staatsanleihen gekauft werden sollen, damit die USA weiter zahlungsfähig bleibt. Da kann man sich vorstellen, wenn der Banker jetzt davon erfährt, ne? Also nicht der direkt an der FED arbeitet, na, der weiß das natürlich, aber sagen wir mal, ein Banker in der zweiten Reihe. Und der hört, dass 500 Milliarden US-Dollar plötzlich in den Markt gepumpt werden sollen, um die Aktien zu stützen. Da würde der doch hellhörig werden. Er würde sagen, das riecht mir nicht gut. Ich werde mein Geld lieber mal woanders anlegen, wo es sicher ist. Ja, also zum Beispiel in physische Edelmetalle oder physische Silber, also physisch Gold-Silber, meint eine Silber- oder Goldunze. So, und die legt er sich halt hin und dann wartet er ab, was passiert. Und solange geht er sozusagen aus dem Markt raus. Ja. Bestimmte Banken sind aber verpflichtet, das System nicht dadurch zum Einsturz zu bringen, dass sie ihr Eigenkapital direkt in Gold-Silber hinterlegen. Eigentlich müsste es jede Sparkasse machen, die, sagen wir mal, nicht in einem großen Bankensystem eingebunden ist, sondern eigentlich im Interesse ihrer Sparer handeln müsste, so wie es sein müsste. Müsste eigentlich alle Sparkassen in der Bundesrepublik, müssten eigentlich sofort ihr nicht unbedingt benötigtes Geld sofort in Edelmetall tauschen. Wenn die das machen würden, würde das System sofort umfallen. Es ist völlig egal, was dann die anderen Banken alle tun, es wäre dann schon Schluss. Einfach aufgrund des großen Überdrungungsverhältnisses. Deswegen sind auch die Sparkassen und die anderen eher kundenorientierten Banker angehalten worden, nicht in Edelmetall zu gehen, aber durch Basel III hat man bewirkt, dass Gold genauso wertgestellt werden kann in der Bilanz, wie es Baumwolle-Euros sind. So, und das muss uns eigentlich ein Achtungszeichen sein. So, und wer noch in der Lage war, sich noch Gold und Silber hinzulegen, der gehört jetzt zu dem Kreis der Glücklichen, weil die Möglichkeiten, jetzt physisches Gold und Silber zu erwerben, werden langsam immer weniger. Es kann sein, dass viele Versandhäuser das nicht mehr liefern, also dir das Geld zurückgeben, wobei dann der Geldverfall schon so hoch sein kann, dass du dafür nichts mehr kaufen kannst. Das ist die Gefahr. Und es ist eben auch schwierig, jetzt noch Tafelgeschäfte zu machen. Also Tafelgeschäfte sind, wenn du ein Päckchen Euro hingibst und dann ein paar Unzen mitnimmst. Ne? Das ist Tafelgeschäft. So, das haben wir jetzt auch beschränkt. Also es gibt also Vorschriften, wonach also Edelmetallhändler eben auch ab einer bestimmten Grenze dann auch alles registrieren müssen. Und alles, was registriert ist, da kann man jetzt schon wissen, dass die Finanzminister schon in die Ecke kommen und schon das einsammeln wollen, Edelmetall. Also ist die Beschaffung von Edelmetall schon schwierig geworden. So, geht. Ich hatte aber schon voriges Jahr und vor 2 Jahren eigentlich die Zuhörer des Kanals eigentlich schon gewarnt, dass die Situation jetzt kommt. Die Ausgangssperren in Österreich geben mir recht, dass jetzt der Systemwechsel hart angelaufen ist. Es ist damit zu rechnen, dass die Bundesrepublik am Mittwoch nachzieht, also zu einem Lockdown kommt, dass dann auch 19 Uhr Ausgangssperren verhängt werden. Und dann wird man sich fragen, ja, warum macht man denn das alles wegen dem Virus, wenn das Virus nicht mal so tödlich ist wie eine gesamte Grippe? Ja, das war aber nie das Problem. Außerdem haben viele wahrscheinlich auch nicht verstanden, was ein Virus wirklich ist. Also die meinen, dass es irgend so ein Lebewesen ist, was von A nach B hüpft. Na, ist es eben nicht. Ich hatte ja in den letzten Videos schon angedeutet, dass unter einem Virus verstanden wird eine bestimmte Atomkonstellation, die, wenn sie auf einen Organismus trifft, schädliche Wirkungen auslöst. Also selbst nicht lebt, muss man sich ungefähr so vorstellen, wie das Backrezept für einen Kuchen. Ja, das ist der Virus. Das ist ein Zettel, der selber nicht zu essen geht. Also man kann es vielleicht machen, aber es ist
ist einfach nur ein Zettel, wo Rezept draufsteht. Dann gibt es den Bäcker, das ist sozusagen der Wirt, und der Kuchen wäre dann die Krankheit. So ist der Verlauf. Ne? Und insofern der Virus, also von dem Körper, ne, als Wirt, also der Wirt dieses Virus ne, verarbeitet, aufgrund des guten Gesundheitszustands, dann ist natürlich der Ausbruch der Krankheit nicht gewährleistet. Also wenn der Bäcker keine Lust hat, nach diesem Rezept zu backen, dann wird der Kuchen nicht entstehen. Und das ist der Wogenzusammenhang. So. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist eben sehr gering, wenn man also Silber, also die Silber hat, weil Silber zum Beispiel von Haus aus antibakteriell wirkt. Also wenn es Silbergefäß ist, sammeln sich in der Regel keine Bakterien. Also deswegen haben die im Mittelalter, also zu Zeiten von Pest, einen silbernen Teller gegessen. Und dort war die Wahrscheinlichkeit, dass man sich irgendwie ansteckt, geringer als in den sonstigen damals verwendeten Geschirr. Ja, aber das konnten sich aber auch nur die besser Betuchten leisten, ihre Trinkgefäße und Bestecke alles in Silber zu haben, und alle anderen haben eben, weiß ich, mit Holzlöffel oder mit irgendwas anderem oder Kerschaufelstahl gegessen, keine Ahnung, also C-Stahl, also Kunststoffstahl, keine Ahnung, wird es schon gegeben haben damals. Ja, und wenn man jetzt dahinter käme, dass also Gold hat ja auch eine ähnliche Wirkung, aber nicht so stark wie Silber, eben diese Wirkung, diese antibakterielle Wirkung hat, dann würde man natürlich versuchen, so viel wie möglich Gebrauchsgegenstände mit hauchdünnem Silber zu überziehen, um sie eben unempfindlich gegenüber Viren und Bakterien zu machen. Wenn das passiert, kann man sich vorstellen, was mit dem Silberpreis passiert. Tja, momentan ist die Nachricht noch nicht durch, aber ich hoffe mal, ihr habt das Video jetzt gehört, wisst, was ihr zu tun habt. Es ist also davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Silber nicht nur dadurch steigt, dass es mal in dem zukünftigen System physisches Geld wird, und zwar in einem viel größeren Warenkorb, als es jetzt ist, und das ebenso für Gold zutrifft. Es wird darüber spekuliert, was mehr wächst, ob das Gold im Verhältnis zum Silber mehr wächst. Viele sagen aber, Silber ist generell viel zu stark unterbewertet, weil es viel seltener ist als Gold. Also es ist schwieriger, Silber zu finden als Gold zu finden, aber es wird eben mehr Gold gefördert als Silber. Das ist das Problem. So, damit wäre eigentlich das Problem abgesteckt. Nun kann man sich vorstellen, wenn jetzt die große Panik ausbrechen würde, also die Leute sozusagen ganz schnell ihre Euro-Baumwolle-Scheine von der Bank holen und jetzt Edelmetall gehen, würde natürlich auch dort der Preis durch die Decke gehen. Egal wie es man mag, da die Systemkrise ist nicht abwendbar. Aber man kann versuchen, mit so einer Geschichte wie Corona eben so einen anonymen Schuldigen zu suchen. Ja, das Corona ist aber auch nicht das Problem. Es stimmt zwar, dass der Deep State an diesen krankmachenden Viren geforscht hat und so auch waffentauglich gemacht worden hat, aber das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist nur, wenn die Wirtschaft und die Lebensgrundlage zusammenbricht. Und das ist genau das, was die Politiker momentan tun. Und solange wie die Bundesrepublik selbst noch darüber entscheidet, wer für den Staat Staatsangehöriger ist, also sozusagen gegen geltendes Recht verstößt, wird sich das nicht lösen lassen. Ne? Da Gerhard Schröder und die SPD hat ja ein Gesetz gefälscht, hatte ich ja schon gesagt. Normalerweise ist es so, dass der Staat über seine Staatsangehörigen selber bestimmen kann. So, da wir aber in einer Besatzungszone leben und immer noch das Besatzungsstatut gilt, weil die etablierten Parteien das immer regelmäßig verlängern und dann immer sich so hinstellen, als wäre das freiwillig. Aber das einfache Volk hat denen nie das Mandat gegeben, das Besatzungsrecht zu verlängern. Sie haben es einfach gemacht. Und dass wir immer noch besetzt sind, lässt sich relativ leicht beweisen. Da braucht bloß ein Bundesrechenschaftsbericht den Posten Besatzungskosten suchen. Da steht so auf Seite 1000. Hatte ich schon ein paar Mal erklärt. Also ein deutliches Zeichen eines besetzten Staates. Müssen wir nicht mal darüber diskutieren. Souveräne Staaten bezahlen an niemanden Besatzungskosten. So, außerdem gilt nach wie vor der Überleitungsvertrag. Der Überleitungsvertrag ist sozusagen der Arbeitsvertrag zwischen den Alliierten und der Bundesregierung. Und solange dieser aktiv ist, kann die Frau Merkel schalten und walten, wie sie will. So, nun ist es aber so, dass sie sich über gewisse Vorgaben, die die Alliierten gemacht haben, regelmäßig hinwegsetzt.
Und nicht nur die Alliierten, sondern auch die gewerbliche Wirtschaft in arge Bedrängnis gebracht hat, was natürlich den Unmut der Alliierten hervorgerufen hat. So, und jetzt geht es darum, eben dieses System zu zerschlagen, um, sagen wir mal, das System nicht völlig zum Erliegen zu bringen. Und das ist das, was wir unter Systemwechsel verstehen. Es ist also damit zu rechnen, dass die Regierung möglicherweise diese Woche noch durch eine Militärregierung abgesetzt wird, um einfach den Unwägbarkeiten der Corona-Krise Herr zu werden. Eben eine Verhältnismäßigkeit der Mittel erstmal herzustellen und erstmal die Risikogruppen, die ja illegal eingereist sind, aus dem Landes zu schaffen. Und ich gehöre ja zu denjenigen, die schon seit 2004 an diesen Problemen geforscht haben und auch Lösungen erarbeitet haben. Wir hatten ja genug Zeit, uns vorzubereiten. Also, dass sowas kommt, war schon in den Jahren 2000 bis 2004 abzusehen. Und ich hatte damals schon, glaube ich, im September so die ersten Lösungsvorschläge gemacht und dann nochmal 2004 und dann nachgelegt. Die Dokumente sind nicht öffentlich, also brauchte mich nicht anrufen, aber ich habe fast alle Eventualitäten durchdacht und vorgeplant und bin zu der Ansicht gelangt, dass das Hauptproblem dieser Seuche die Leichenbeseitigung sein wird. Es wird einfach nicht möglich sein, die aus den Quarantänestätten genug Leichen rauszuschaffen, damit eine Seuche die andere nach sich zieht. Ihr müsst bedenken, wenn so eine hohe Ansteckungsrate ist, wie es bei Corona ist, also dass wir alle 3 Tage eine Verdoppelung haben oder so, wie es in manchen Städten ist, dann ist das ab einer angesteckten Zahl von 500 schon nicht mehr zu beherrschen. Das hat man jetzt vor kurzem einer ausgerechnet. So, wenn sich die Zahl der Neuansteckung abflacht, dann verläuft die Kurve natürlich langsamer, aber die Seuche wird ja dadurch nicht gestoppt. Dann läuft die eben nicht bis Mai, sondern bis September. Ja, die Zahl der Toten ist dann ungefähr gleich, weil es würde dann eine Hungersnot kommen, wie sie seit Zeiten der Weimarer Republik gesehen wurde. Das ist das Hauptproblem. Und die Alliierten sind eben nicht bereit, die Vorschläge, die ich gemacht habe, zu diskutieren, auf den Tisch zu legen, zu sagen, ja, hier hat er Knietsch recht, hier hat er nicht recht. Ich habe denen das alles hingelegt. Ich habe denen auch Termine vorgeschlagen, dass sich die ganzen Krisenmanager an einem sicheren Platz mal treffen, möglicherweise auch in einer Videokonferenz, und ihre Vorschläge auf den Tisch legen. Das wurde bis jetzt abgelehnt. Aber ich habe auch den Vorschlag gemacht, den Herrn Maaßen nicht vorzusehen auf der Einladungsliste, weil er sich sehr negativ entwickelt hat in letzter Zeit. Er verfolgt weiterhin die Umvolkungspläne der CDU. Das stößt vielen Leuten sehr auf, nicht nur mir. Und dafür einige neue Namen in die Einladungsliste aufgenommen. Und wir müssen jetzt einen Termin finden, wo wir uns alle mal treffen und ein gemeinsames Konzept erarbeiten. Ich werde meine Sichtweise vortragen und die Zahlen und die Optionen. Und ich hatte ja schon ein bisschen was verraten. Also ich hatte es vorgeschlagen, dass die hoheitlichen Befugnisse der Bundesrepublik zu bestimmen, wer Staatsangehöriger ist und wer nicht, ja von Anfang an nie gegeben waren. Und zwar deswegen nicht, weil ja seit Bestehen des STAK die Staatsangehörigkeit überhaupt nicht mehr festgestellt werden kann, weil sie nach einem falschen Verfahren läuft. Ich hatte in den ersten 2 Teilen ja schon erklärt, warum das so ist. Und wenn die alle nicht gewählt sind, haben die auch kein Recht, über uns zu bestimmen. Das ist eine ganz einfache Nummer. Und wenn sie nicht, sagen wir mal, kompetent sind, also der Gesundheitsminister, der nimmer eine Approbation als Arzt hat, also selbst in der einfachsten Bergdoktorstation nicht angenommen würde, da kann der Gesundheitsminister werden. Also das geht nicht. Also wenn ich Vorsitzender der Elektrobranche bin, der über richtungsweisende Normen zu entscheiden hat, dann muss ich wenigstens Elektriker gelernt haben. Und wenn ich Vorsitzender vom Bäckermeisterverein bin, dann muss ich in der Lage sein, wenigstens einen Rührkuchen zusammenzukriegen. Und das ist bei vielen Politikern nicht der Fall. Und der größte Ausfall ist die Frau von der Leyen. Dass man die überhaupt auf die Bundeswehr losgelassen hat, das ist ein absoluter Skandal. Ich würde es verstehen, wenn man einen alten NVA-Offizier dort einsetzt und man sagen kann, der hat wenigstens sein Handwerk gelernt und hat es auch umsetzen müssen. Aber doch nicht solche Pfeifen. Also ich verstehe auch nicht, wie Annegret Kornbauer die CDU leiten kann.
Ich würde das dem Herrn Rühr zutrauen, aber wer kommt dann mit? Wer unterstützt denn dann, wenn er sagt, jetzt machen wir das? Niemand. Die Kanzlerin würde ihm im Rücken fallen und die ganzen Pappnasen, die jetzt in der CDU Sorgen haben, der auch. Wer will denn das machen? Wer will sich denn das antun? Du kannst dieses ganze Schlammloch einfach nur in Container füllen und den Container auf Weide See schicken. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Du kannst das System nicht reformieren. Und wie ein guter Bekannter von mir sagt, du kannst den Kackhaufen nicht durch Umsortieren verbessern. Es wird immer ein Kackhaufen bleiben. Der hat verschiedene Farben, der hat verschiedene Schichten. Die eine Seite riecht übler wie die andere, aber du kannst den ganzen Haufen einfach nur wegbringen. Schnell weg. Und je eher du das machst, je eher du das wegbringst und je schneller und effektiver du bist, desto eher hast du die Chance, dass alles für alle gut wird. So, genau das sieht man nicht ein. Und der erste Schritt wäre die Befugnisse des BAMF. Den BAMF die Befugnis zu erteilen, Aufenthaltstitel auszustellen und diese vorhandenen Aufenthaltstitel für ungültig zu erklären. Das wäre die erste Maßnahme. Das würde die Krisensituation erheblich eindämmen, weil wenn es wirklich zum Moslem-Angriff wäre, könnten wir uns unter den Umständen nicht wirklich effektiv wehren. Wir sind in den USA, wo wir den zweiten Verfassungszusatz haben, wo jeder, der einigermaßen im Oberstübchen gerade denken kann, sich eine Waffe bestellen kann, wenn er nicht auffällig geworden ist. Das ist an der Bundesrepublik nicht der Fall. Die Bundesrepublik hat ja fast allen die Waffen abgenommen, eben damit sie sich nicht gegen den Moslem-Aufstand verteidigen kann. Dann kann man euch vorstellen, wenn dann eines Tages mal so in einem 1000-Seelen-Dorf 100 im Vorgarten tot liegen, mit einer Axt oder mit einer Machete am Rücken, dass dann der Bürgermeister seines Lebens nicht mehr sicher ist. Das muss man einfach sehen. Und das kann keine Armee stoppen, wenn das kommt. Und das ist nämlich die Angst, die die haben. Und ich habe den Alliierten gesagt, was sie machen müssen, wie ein Krisenort aussehen muss. Und das ist nicht mitten in Berlin lösbar, es ist nicht mal in Grafenwöhr lösbar, sondern das muss man in absoluten Einöden machen. Und die muss man absolut abriegeln. Und dann doch durch die Aufriegelung der laufende Verkehr auch nicht behindert werden. Das sind die Eckpunkte, die ein Krisenstab haben muss. Da darf es keinen Durchreiseverkehr geben und das muss militärisch abgesperrt sein. Und dort muss das Krisenzentrum hin. Die müssen Strom haben, die müssen Internet haben, die müssen autarkes Wasser haben und so weiter, dass die, selbst wenn alles ringsherum nicht mehr funktioniert, dort talken können und Entscheidungen treffen können. Mit Satellitenanbindung und. Das ist alles durchgeplant. Alles bis auf die Schraube aufgelistet, was da gebracht wird. Aber es will keiner hören. Sie wollen es erst knallen hören und dann mit den eh schon verpennten Möglichkeiten versuchen wir irgendwas gerade zu ziehen. Und das ist wirklich schade. Man muss irgendwann anfangen. Man muss irgendwann anfangen, die richtigen Entscheidungen mit den richtigen Leuten zu treffen. Leute, die wissen, was sie der Reihe nach machen würden. So. Und ich habe weiterhin vorgeschlagen, dass die Ausschaffung nicht über die Städte gemacht werden kann. Es geht nicht, weil das einfach eine zusätzliche Ansteckungsgefahr ist und auch es jederzeit die Gefahr von Anschlägen gibt. Die einzige Möglichkeit, das zu machen, sind die Autobahnen. Wenn die Autobahnen wegfallen, fallen die ganzen Transportwege weg. Die ganzen Pendler müssen von Autobahnen runter. Da kann man sich vorstellen, was das für einen Sinn macht, jetzt eine Ausgangssperre zu bringen, eben um diese Maßnahmen durchzuführen. Weil wer illegal in ist, der ist illegal hier. Der erhöht die Ansteckungsgefahr, die Terrorgefahr und das muss dieser Staat handeln. Und wenn sie eher die damit anfangen, desto besser. Jetzt kommt die Geschichte, da werden wir ja, da sollen die dann über Österreich zurück. Ne, Österreich kannst du vergessen. Über Österreich kann gar niemand durch. Die Grenze muss einfach zugemacht werden. Und diese Anweisung hat der Herr Kurz auch erhalten. Soweit ich richtig informiert bin, haben sie wenigstens den Teil meines Vorschlages beachtet, dass sie die Grenze zu Österreich zumachen. Und zwar ganz schnell und wirklich zu. Das heißt, die Ausschaffung kann dann nur noch über Frankreich passieren. Über Frankreichs Autobahn bis Italien und dann in die Südländer. So, und dann darf man dreimal raten, wo die sich alle sammeln dürfen. Und da wäre die Türkei so ein Gebiet, was sich selbst in diese Lage gebracht hat, die ganzen Gefährder wieder aufzunehmen. Und nicht ohne Grund gab es eine kleine Auseinandersetzung mit Putin und mit der Europäischen Union an der griechischen Grenze. Ich denke mal, damit ist eigentlich klar, was die nächste Zeit passieren sollte. So, wenn die Krise einigermaßen im Griff ist, dann werden wir nicht umhin kommen, diese alten Verwaltungsgebiete wiederherzustellen. Und zwar so, wie sie am 27.10.1918 waren.
Und da haben wir das erste Problem, was in Polen ist. Da hatte ich auch voriges Jahr schon Vorschläge gemacht, wie das zu lösen ist. Es ist ja klar, dass der Pole sich nicht verschlechtern darf. Das ist klar, sonst würde er die Maßnahmen nicht dulden. Es muss aber was passieren. Die alten Gebiete müssen wieder her und es müssen in den alten Gebieten neue Staatsoberhäupter gewählt werden. Das betrifft nicht nur Polen, das betrifft auch Russland und Österreich und Ungarn und die damals zu den Mittelmächten gehört haben. Bis zur Türkei noch reicht das ja. So, die müssen also in den Grenzen vom 27.10.1918 wieder eine Regierung einsetzen, weil muss ja alles wieder in den alten Stand. Dann kann man die ganzen Staatskassen berichtigen, weil ja die ganzen Putschregierungen, angefangen in Russland, Oktoberrevolution, die haben ja im Prinzip eine Hyperinflation produziert, mehrere. Ja. Es gab ja in der Sowjetunion lange Zeit Hunger und Elend. Das hat ja erst mit Putin richtig in die richtigen Bahnen geraten. Die haben jetzt ein Verdienstniveau von 300 Euro im Monat. Ja, da kommen die für russische Verhältnisse einigermaßen wieder runter. Aber eben nicht alle. Es haben nicht alle dieses Gehalt. Ja, das sind die immer noch weit weg vom europäischen Durchschnitt. Aber Tendenz steigend. Und die haben drei Viertel ihrer Volkswirtschaft mit Edelmetallen erlegt. Sind also praktisch autark. Wenn das hier knallt, die Russen wird es nicht erwischen. Die werden davon profitieren. So, und dann ist verständlich, dass die Russen natürlich ihre Außengrenzen zurückhaben wollen. So, denn die läuft nun mal dummerweise genau durch Polen, weil Polen gab es zum 27.10.1918 nicht. Ja, also was musst du dann machen, wenn man logisch denken kann? Ganz einfache Sache. Der Pole hat zwischen beiden Zonen freies Reiserecht. Bis zur Westgrenze und bis zur Ostgrenze. Und man müsste frei wählen können, ob er zur russischen oder zur kaiserlichen Seite gehört. Ja, weil Polen wird er dann in dem Sinne aufgelöst. Die alten Grenzen bestehen im Prinzip nur noch bezüglich des Reiserechts und die könnten dann entweder die kaiserliche oder die russische Staatsangehörigkeit behalten. Und es wäre auch fair, wenn die EMA im Jahr wechseln könnten, na, weil sonst würde der Verwaltungsaufwand uferlos. Und das für eine Übergangszeit von vielleicht 10 Jahren und nach 10 Jahren würde man die Türe zuschließen und dann müssten sie sich entscheiden, ob sie endgültig nach Russland oder endgültig nach Kaiserreich wollen. Ja, dann wäre die Tür zu. Das wäre fair. Ne? Weil sie haben ja die Polnische Republik, ne, zu gründen gehabt. Das haben die ja gemacht, weil der Weimarer Republik geputscht hat. Der Kaiser hätte das nicht zugelassen. Er hat ihnen lediglich Selbstverwaltungsrecht gegeben, aber der hat ja nicht zugelassen, dass die Gebiete veräußert werden. Die sind auch nicht wirklich abgetreten. Die Bundesregierung kann das auch nicht. Die darf das nicht. Das gehört noch zum Kaiserreich, aber man muss es eben klären. Und ähnlich sieht das mit dem Saarland aus und ähnlich sieht das aus mit den Ostgebieten und mit Elsaß-Lothringen. Das muss also alles wieder bereinigt werden. Und wer in letzter Zeit einmal die Talksendung angeguckt hat, so Nachmittagstalksendung, und es wurde mal eine Karte im Hintergrund eingeblendet, da haben die aufmerksamen Beobachter Folgendes erkannt. Die DDR und das Saarland hatten eine andere Farbe wie der Rest der Bundesrepublik. Ja, was ist denn da los? Naja, die DDR ist eben nicht wirklich aufgelöst worden. Das ist eben das, was wir herausgefunden haben. Die DDR wurde einer Anwaltsdiktatur unterworfen. Also ein paar Anwälte vom runden Tisch haben sich ermächtigt, über den Gebietsstand der DDR frei zu verfügen. Und haben gesagt, die DDR war von zwei Staaten der Welt anerkannt. Einer davon war Chile und die andere war Angola. Und es gab dann später noch andere südamerikanische Staaten, die gesagt haben, ja, DDR geht schon klar, machen wir. Ist in der UN ein Staat. So, und damit hatte die DDR, obwohl sie von der Mehrheit der Staatengemeinschaft nicht anerkannt wurde, über die UN so eine Staatenanerkennung. Die Bundesrepublik hatte das nie. So, und mit diesem, ich sag mal, Satzballvorteil sind die Anwälte eben reingegangen und haben systematisch die Bundesrepublik erpresst. Und das war der Einstieg, um die Frau Merkel zur Bundeskanzlerin zu machen. Weil die gesagt haben, ihr wollt Staatsanwälte haben. Die können wir nur in Ost-Berlin erzeugen. In West-Berlin gibt es keinen Staat, weil es war nie ein Staat und ist auch kein Staat. Die DDR hat ja wenigstens zwei Anerkennungen. Deswegen sind die ganzen Staatsanwälte alle in Osten registriert und sind in der Bundesrepublik tätig. So. Und dass das nicht auf ewig geht und dass man das nicht auf Biegen und Brechen auf ewig verlängern kann, das muss euch doch auch klar sein. Irgendwann kommt der Schindel halt raus. Und spätestens dann, wenn Immobilienstreitigkeiten mit der DDR gibt, ist die DDR auch immer wieder da, wie so ein Geist und sitzt im Cottbus irgendwo. So, am Ende ist trotzdem
Das Problem, dass die Steuereinnahmen, die dieses Wirtschaftsgebiet erwirtschaftet hat, nicht dem Staat zugute gekommen sind, sondern das ist flächendeckend veruntreut worden. Die Bundesrepublik hat im Prinzip als Verwaltungsorganisation die ganzen Steuergelder an das Kaiserreich abzuführen. Und zwar vollständig, abzüglich der Kosten, der Besatzungskosten. Also, das, was hier als Bruttosozialprodukt erwirtschaftet ist, werden die Besatzungskosten abgezogen, also das, was die Selbstverwaltung der Bundesrepublik, also die ganzen, das BAMF und die ganzen Sümpfe, die mussten ja alle irgendwie was verdienen. Dies sind Besatzungskosten, aber der Rest von dem Geld, der muss ins Kaiserreich abgeführt werden. Das steht so in der Hocker-Landkriegsordnung. Das ist seit 28.10.1918 abzuführen gewesen. Das haben sie nicht gemacht. Die haben das ganze Geld veruntreut. Aber das Kaiserreich hat immer noch die Rechtsansprüche. Das heißt, kann sozusagen in die Bundesrepublik und in die Weimarer Republik reinfällen. Und das ist genau die Lösung, die um das Finanzsystem zu stabilisieren, dass die ganzen Forderungen den Schulden der Welt gegenübergestellt werden kann. Dann kann man sich ausrechnen, wie das Bruttosozialprodukt der ganzen Welt aussieht. Das hat der Donald Trump nämlich schon gemacht. Und die Steuerforderungen vom Kaiserreich entgegenstellen. Da kommt man ungefähr dahinter, dass es ungefähr Hebe, Hebe ist. Ist ja auch klar. Die ganze Börse in der Welt ist ein Nullsummenspiel. Das ist, wenn du Vermögen und Geld gegenüberstellst, dann kommt Null raus. So ist es ja auch geplant. Ne? So. Und das ist jetzt im Prinzip der Anlass. Und du kannst das Geldsystem und diesen ganzen Sumpf eben nur retten, indem du erstmal das Kaiserreich wiederherstellst, damit du eben diesen Ausgleichsvorgang machen kannst. Die werden natürlich die Deutschen damit einverstanden sein, aller Welt das Geld zu schenken. Sondern es wird so laufen müssen, dass alle Welt, die von der Entschuldung profitieren will, ihren Anteil leisten müssen, um einen Teil von ihrem Bruttoinlandsprodukt nach Deutschland zu schaffen, damit die Geldströme, sagen wir mal, einen Energieausgleich bringen. Ja, und das habe ich auch ein bisschen ausgerechnet, wie das aussieht. Und das habe ich auch schon vorgeschlagen, was man da machen müsste und wie man die ausländische Währung mit der inländischen Währung umzurechnen hat, eben damit es dann stimmig ist. Und ja, wie gesagt, da muss ich halt damit befassen und man wird ungefähr eine Woche brauchen, um alleine das Konzept vorzutragen. Man muss also davon ausgehen, dass das schon eine Woche dauert, um diese ganzen Konzepte, die da schon mal über Jahre entwickelt worden sind, zumindest im Expertenkreis innerhalb einer Woche zu vermitteln. Das ist ungefähr der Aufwand. Dann dauert es natürlich eh 2 Jahre, um das umzusetzen, ne? Weil ja viele das nur erstmal verinnerlichen müssen und dann müsste es geschult werden und dann in der Zwischenzeit ist auch das System tot. Wenn man das mit dem Werdegang über den Bundestag machen würde, wäre es hoffnungslos. Es geht also nur so, dass ein Expertenkreis das Land stabilisieren muss. Da muss der Wirtschaftsminister was von der Wirtschaft verstehen, der Innenminister was von der Verwaltung von dem Wirtschaftsgebiet bezüglich des Polizeirechts und so weiter. Verteidigungsminister sollte ein Militär sein. So, und dann muss der Sachverhalt auf den Tisch, dann muss jeder seine Meinung sagen dazu, dann muss eine Lösung auf den Tisch. Und da muss es gemacht werden. Und da kann der irgendein Landrat sagen, habe ich keine Lust zu. Machen oder raus, ist dann die Regel. Ja. Und da kommen wir dann zu einer Expertenregierung, die dann die Probleme mit Corona und mit dem Wirtschaftseinbruch lösen muss. Und wenn man das nicht macht, wenn man wieder anfängt mit Parteien und mit irgendwelchen, dann werden viele Leute sterben. Das muss uns allen klar sein. Und wer seinen Kopf nicht frei hat und immer noch mit Schwarz-Rot-Gold und mit warmer Blick und mit dem Hitler rumschwabert, der wird sterben, ganz einfach. Der wird einfach untergehen in dem System. Entweder du schaffst es schneller zu sein, du schaffst es schlauer zu sein oder du schaffst es zu betrügen. Und die betrügen, werden durch die Ordnungskräfte, die notwendig werden, in der Militärregierung beseitigt mit Gewalt. Die, die schnell sind, die wird man machen lassen. Und die schlau sind, die werden sich auch retten können. Und der Rest wird einfach entweder mitmachen müssen oder untergehen. Das ist das, was mein sein Leben selbst in die Hand nehmen. Die Handwerker haben es da am einfachsten. Der Klempner, der Bäcker, der Friseur, der Totengräber, die haben immer irgendwie zu tun haben. Aber wer eine brotlose Kunst gelernt hat, ein Sozialpädagoge oder sonst irgendwas ist, da muss sich eine Arbeit suchen, die bezahlt wird. Landwirtschaft, Aufräumarbeiten,
oder Handwerk. So, und da kommen wir dann dazu, wie wir über viele Jahre dann erstmal die Wirtschaftskraft wieder aufbauen müssen. Und meine Hochrechnung kann ergeben, dass wir bis zum Jahre 2035 brauchen werden, um die Schäden wieder gut zu machen auf den Reststand vom 27.10.1918. So lange werden wir zu tun haben. Und ich denke, dass bis 2025 der Stand, wie es 1990 zur Wende war, wieder erreicht sein kann. Aber nur, wenn man rechtzeitig anfängt, die ganzen Probleme zu beseitigen und ne, 2 Jahre über die Bewältigung einer Einwanderungskrise nachdenkt, die innerhalb von einer Woche gelöst ist. Weil sie ist ja schon gelöst. Man braucht einfach nur das Rostock ansetzen und nach dem Rostock stur entscheiden, der ist Deutscher oder der ist nicht Deutscher. Wer nicht Deutscher ist, ist entweder Urlauber, ist wegen Studium hier oder illegal. Eine ganz einfache Nummer. Und genau diese Entscheidung kann man der Bundesrepublik nicht überlassen. Da muss eine externe Behörde her, die mit der besatzungsrechtlichen Bevollmächtigung die Entscheidung herbeiführt. Und zwar innerhalb von einer Woche für alle. Und da gibt es nicht ohne Grund ein Melderegister, wo eure wirkliche Staatsangehörigkeit vermerkt ist. Die seht ihr, die kriegt ihr bloß nie zu sehen, aber die haben die Anleitung, die Ableitung alle schon gemacht, weil die nämlich mit eurer Staatsangehörigkeit an der Börse gezockt haben und natürlich das Geld verzockt haben. Weil es gab da mal eine kurze Diskussion, die Staatsanleihen der Bundesrepublik, wenn es dann überhaupt ein Staat ist, zu hebeln. Und nachdem sich die Leute vom Hebel ordentlich verhebelt hatten und das ganze Geld verfrühstückt haben, war eine große noch auf die Null vorhanden und das Problem größer als vorneweg. Eben weil es Idioten sind. Man kann das nicht hebeln. Man muss die Wirtschaftssubstanz verbessern. Eben durch Arbeit. Nur durch Arbeit hat man Vermögen. Und wenn eben nur ein geringer Teil der Bevölkerung arbeitet, dann geht das System unter. Und an diesem Punkt sind wir jetzt. Und es ist die Frage, wie wir es hinkriegen, dass alle das einsehen und an der Lösung mitarbeiten. Also vom Problem, von der Problemseite zur Lösungsseite wechseln. Und zwar mal alle Denkverbote und Tabus vergessen. So, gut. Und den Rest machen wir dann morgen. Ich denke mal, dass ich heute noch ein bisschen Nachrichten gucke, was sehen, was auf der Welt passiert ist. Aber ich hoffe mal, ihr habt jetzt im Teil 3 verstanden, dass es zum Kaiserreich keine Option gibt. Und wer anfängt mit Schwarz-Rot-Gold und irgendwelchen Gemeindeaktivierungen und gelben Scheinen und was weiß ich, hier völlig an der Realität vorbeigeht. Wenn das kaiserliche Geldsystem nicht wiederhergestellt wird, sind alle verloren, alle Länder, auch die Schutzgebiete. Und je eher wir das begreifen, desto besser. Gut, dann wünsche ich euch eine geruhsame Nacht und dann werden wir mal morgen gucken, wie die ersten Quarantänemaßnahmen der Bundesrepublik aufgegriffen werden. Denn am Mittwoch wird es dann ernst. Gut, dann gute Nacht und wünsche euch alles Gute. Wenn ihr die Ratschläge alle befolgt habt, sollte alles gut gehen. Ich wollte noch 2 Dinge sagen. Also mit dem China-Böller meine ich ein Funkgerät. Also nicht kein Explosivkörper, sondern das sind Funkgeräte, die zu einem Spottpreis produziert werden. Die Funkqualität ist auch nicht so besonders gut. Haben also den Spitznamen China-Böller. Sind also Funkgeräte mit 5 Watt auf 70 Zentimeter. Viele hatten da Fragen gestellt, was ist denn da mit China-Böllern? China-Böller ist ein Spaßbegriff für chinesische Funkgeräte. Die sind aber für Notfunk perfekt. Sind mit wenig Kosten verbunden und man kann in einem bestimmten Gebiet, sagen wir im Umkreis von 5 Kilometer, das öffentliche Leben damit organisieren. Auch wenn das Telefonsystem zusammengebrochen ist. Wer so ein Ding hat, legt sich hin. Der Betrieb ist momentan für Nicht-Amateure nicht gestattet. Aber man sollte eins darlegen haben. Ich gehe mal davon aus, dass im Rahmen der Notstandsgesetzgebung gewisse Frequenzen freigegeben werden, eben um die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten. So, die zweite Geschichte war, dass ich gesagt hatte, Scheinwaschzusatz ist ein Desinfektionsmittel. Da meine ich natürlich nur das, was von Winter ist, was mit Frostschutz versehen ist. Das von Sommer ist nur Seifenlage. So, gut, haben wir alle Unklarheiten beseitigt. Es kam heute einige Anrufe, die mit dem ganzen Video ein bisschen Probleme hatten. Die habe ich auch weitgehend geklärt. Wir können auch am Ende noch eine Fragerunde machen. Wir können auch noch eine Telefonrunde machen, aber ich würde die Telefonrunde oben nach Ostern verlegen, weil dann auch ein Headset, ein spezielles Headset zur Verfügung steht, dass wir die Anrufer dann live aufs Video schalten können. Ne? Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.